Yo Leute, herzlich willkommen zurück zu Far Cry 5. So, jetzt gilt's. Jetzt werden wir das Story-Finale von Far Cry 5 endlich in Angriff nehmen. Dafür werde ich mich hier beim Händler noch einmal mit allem eindecken, was ich mir für Geld noch holen kann, also was ich zumindest für Geld noch brauchen könnte. Natürlich wird nochmal alles vertickt, mit Dreieck natürlich. So, Gegenstände hier. Wir rüsten uns mit allem nochmal aus. Alles wird wieder aufgefüllt. Und trotzdem haben wir immer noch über 80.000. Außerdem sollte ich bei der Gelegenheit natürlich auch wenigstens den einen Skillpunkt hier unten in diesem Reiter hier holen, nämlich Führung. Ist schon ganz geil, ne? Zwei Leute dann da in der Leiste zu haben. Ob man die auch beide gleichzeitig dann holen kann? Mit zwei Helfern auf Abruf im Einzelspielermodus spielen. Also so wie die das formulieren, klingt es schon danach, als ob man zwei gleichzeitig rufen kann. Und wenn dem so ist, dann, boah, wen würde ich denn dann nehmen? Ich würde sagen, Nick Rye wäre ganz geil. Ne, mit seinen Flugzeugangriffen. Sie vielleicht als Scharfschützin ganz gut. Also sie hätte ich eventuell noch als Hubschrauberpilotin gesagt, aber das Problem ist, wenn sie nicht in einem Hubschrauber angerauscht kommt, dann ist sie irgendwie nicht wirklich zu gebrauchen. Ich erinnere mich nur an das eine Mal, wo sie im Boot saß. Ne? Im Hubschrauber scheint sie ja das Ass zu sein, aber alles andere, nein. Boot muss an Land. Nein, okay. Egal. Wir gehen jetzt erst einmal dem Story-Finale nach. Und bei der Gelegenheit, ich werde mich nicht nur hierhin teleportieren, wo ein Fahrzeugspawner ist. Ich werde mir jetzt auch endlich mal wieder das Fahrzeug holen, wo ich eigentlich seit Folge 1 und jetzt immer noch der Überzeugung bin, das ist das beste Fahrzeug. Ne, wir werden da jetzt schön klassisch hinfahren. Mit dem Fahrzeug, das ich ziemlich schnell freigeschaltet habe. Und ich immer noch mega geil finde. Hi. So. Ah, lange ist es her, mein Schätzchen. So. Na dann. Jetzt muss ich natürlich auch noch die Story-Mission hier so markieren, sonst kriegen wir keinen Navi. So. Was zum. Ich wollte schon sagen. Einmal wenden. Jawohl. Und es geht los. Mit der Wars-Wackelpuppe kann ja eigentlich gar nichts passieren. Let's go. Komm, Joseph Seed. Tu dein Schlimmstes. Hätte ich vielleicht nicht sagen sollen. Weiß Gott, was der noch in der Hinterhand hat. Ne? Weiß ja keiner. Ich habe es ja bereits ein paar Mal gesagt. Ich sag's auch gerne wieder. Joseph Seed ist der Beweis für das, was ich bereits zuvor, glaube ich, in anderen Videospielen auch schon mal gesagt habe. Ups. Der Zaun war schon vorher kaputt. Nee, war er wirklich. Der war ja wirklich vorher kaputt. Nur jetzt glaubt mir das keine Sau mehr. Oh Mann, und ich, Idiot, habe das Radio nicht abgestellt. Ups. Naja. Jedenfalls. Ja. Das, was schlimmer ist als ein normaler Psychopath, ist ein religiöser Psychopath. Ein, ja, religiöser Fanatiker sozusagen. Okay, ich sehe schon, kann ich hier mit meinem Truck schon gar nicht richtig reinfahren oder was? Na, hier ist auf jeden Fall Endstation. Schade. Na gut. Ja. Oh, warum ziehe ich meine Waffe nicht mehr? Ich kann auch mein Waffenrad nicht mehr aufrufen. Was zum Teufel? Okay. Jetzt fühle ich doch schon dezentes Unbehagen an dieser Stelle. Restricted Area, ja, no shit, Alter.
dass ich hier echt nur hinkam, nachdem ich 3 Herolde erledigt habe. Keine Ahnung wieso. War der vorher überhaupt nicht in der Kirche drin oder was? Ist er vorher die ganze Zeit nur durch die Gegend gehoppelt und hat so einfach nur sein Ding durchgezogen? Könnte ja auch sein. Ach Gottchen. Naja. Jetzt ist eben die Sache. Das ist auch sehr verdächtig, dass hier nicht ein einziges Sektenmitglied mehr ist. Als ob wir sie jetzt tatsächlich alle bis auf Joseph vertrieben haben. Oder sind die jetzt alle nur hierher gekommen? Ja, geil. Ich kann meine Waffe nicht zücken, aber Hauptsache meine Munition wird hier theoretisch noch aufgefüllt. Oder haben sie sich jetzt alle da hinten in der Kirche versammelt? Ne, so als eine Art letzte Bastion, die letzte Verteidigungsfront. Könnte ja durchaus sein. Ich weiß noch ganz genau, wie ich am Anfang des Spiels durchgelaufen bin. Ne? Und hier war alles voll von denen. Es war vor allen Dingen Nacht. War eine ganz andere Atmosphäre hier. Ne? Ein paar Typen sind mir legit hinterhergelaufen und haben mich auf diese Art und Weise quasi dran gehindert, zurückzugehen. Ne, jetzt im Vergleich dazu, die Sonne scheint, der Himmel lacht. Jetzt wird Joseph platt gemacht, ne? So nach dem Motto. Eieieiei. Schon leicht unangenehme Atmosphäre. Naja, was ich gerade eben noch sagen wollte, ne, das, was schlimmer ist als ein normaler Psychopath, ist ein religiöser Psychopath. Weil ein normaler Psychopath, der weiß normalerweise durchaus gerne, dass das, was er tut, nicht richtig ist. Er macht's aber trotzdem, weil er ein Psychopath ist. Er macht's trotzdem und er macht's gerne. Aber er weiß, dass das quasi jetzt etwas ist, was von der Gesellschaft jetzt nicht unbedingt gern gesehen wird. Um es mal auf diese Art und Weise auszudrücken. Ne? Die wissen das, die machen es trotzdem und die haben Gefallen daran. So, ist normaler Psychopath. Ein religiöser Psychopath oder Fanatiker, der macht jeden Scheiß, den ein normaler Psychopath auch machen würde, redet es sich aber schön. Ist dann alles Gottes Plan, ist gehört alles zu seinem Schicksal, ne? Er hat die ganzen Sachen nicht gemacht. Er hat das nicht getan. Entweder hat ihn der Teufel dazu verleitet, oder es gehörte alles dazu, dass er zu der Person wird, die er jetzt ist. Immer noch ein Psychopath, aber das weiß er ja nicht. Psst, ne? Nicht verraten. Eieiei. Das hat man ja an Joseph richtig gut gesehen. In der einen Cutscene, wo wir ihm hier in Jacobs Gebiet begegnet sind. Beziehungsweise, wo er zu unserem Käfig gekommen ist. Gnädigerweise, der Herr. Und uns davon detailreich berichtet hat, wie er seine frühgeborene Tochter wie er ihr den Atemschlauch zugedrückt hat. Und das hat er wirklich als Gottes Plan angesehen. Inklusive allem anderen, was danach kommt, ne? Ist ja nicht so, als ob das war sozusagen das, womit die ganze Scheiße bei ihm angefangen hat. Und heilige Scheiße, da hat er schon direkt mit 100 angefangen, ne? Normalerweise würde man ja sagen, ach ja, Psychopathenlevel erstmal 1 und dann steigert er sich langsam, ne? Dann wird's vielleicht eine 5, dann eine 7, danach vielleicht schon eine 15 etc. Nö, er beginnt direkt mit 1000% mit so einer Scheiße. Alter. Ne, und alles, was danach kam hier, was er der ganzen Region angetan hat mit seinen ganzen Herolden, mit seiner Familie, mit seiner Adoptivfamilie, scheiß die Wand an, ey. Also, boah. Der Joseph Seed ist kein Mauerblümchen. So viel kann man an dieser Stelle mit Sicherheit sagen, ne? Aber hier ist alles voll mit Bliss. Das ist nicht gut. Die Blissfässer, und jetzt automatische Cutscene. Als der Schlamm das fünfte Siegel öffnete, sah ich unter dem Altar die Seelen aller, die hingeschlachtet worden waren im Namen Gottes. Du hast meine Familie zu Märtyrern gemacht. Und ich mache dasselbe mit deiner. Aber Gott beobachtet uns.
Er wird uns nach unserer Entscheidung in diesem Moment richten. Ich sagte doch, wir leben in einer Welt am Abgrund, wo jede Untat, jede Ungerechtigkeit, jede Entscheidung unsere Sünden zeigt. Und wohin führten uns diese Sünden? Wohin haben sie dich geführt? Deine Freunde wurden gefangen und gefoltert. Und du bist schuld. Zahllose Menschen sind gestorben und du bist schuld. Die Welt steht in Flammen und du bist schuld. War es das wert? Wirklich? Wann wirst du endlich erkennen, dass sich nicht jedes Problem mit einer Kugel lösen lässt? Als du zum ersten Mal hier warst, gab ich dir die Chance, einfach zu gehen. Du hast abgelehnt. Und im Angesicht Gottes gebe ich dir diese Chance. Ein letztes Mal. Leg die Waffen nieder. Und nimm deine Freunde. Du lässt mir meine Herde. Und gehst in Frieden. Geh in Frieden. Du bist doch völlig krank. Ist er das? Mann, wir hätten niemals hierher kommen sollen. Du weißt, was zu tun ist. Und bedenke, Gott beobachtet dich. Widerstand leisten, weggehen. Ach, come on! Come on! Jetzt muss ich mich echt noch entscheiden und ich kann nicht mal Pause drücken. Leute, ich kann nicht mal Pause drücken. Passiert was, wenn ich jetzt eine Weile lang nichts drücke? Rastet der dann endgültig aus? Gilt das auch als Entscheidung? Wenn ich zu lange brauche zum Entscheiden? I don't know. Wenn ich Widerstand leiste, ist klar, dann werden im schlimmsten Fall alle Freunde, die ich das ganze Spiel über gerettet habe, wahrscheinlich sterben. Aber der Psychopath wird bezahlen. Wenn ich weggehe, kann der hier weiterhin sein Werk verrichten? Weiß Gott, was er noch alles anstellen wird, wenn er neue Herolde findet? Ne, also gerade Faith, das haben wir ja mittlerweile herausgefunden, ist kein Name, sondern eine Rolle. Vielleicht sind Jacob und John genauso Rollen, die nur ausgefüllt werden müssen und John, ne, geht's wieder von vorne los, der ganze Wahnsinn. Also, so sehr ich eigentlich auch wirklich meine Freunde verteidigen möchte, aber die Freiheit dieses Landes hier, für die ich so hart gekämpft habe, ne? Ich kann doch nicht einfach weggehen und tatsächlich das ganze County hier seinem Schicksal überlassen. Wir sind hierher gekommen, um den Dreckskerl dingfest zu machen und das Tal von seiner Tyrannei zu befreien. Das war unser Ziel. Am Ende wurde es doch noch zu einer Rettungsmission für die anderen. Aber hier einfach weggehen und ihn wieder all das aufbauen zu lassen, was ich so fein, säuberlich und mühsam zerstört habe, über all die letzten über 50 Parts hinweg, das ist keine Option. Sorry, Leute. Es werden jetzt wahrscheinlich einige meiner Freunde hinten sterben. Gehe ich stark von aus. Ich glaube nicht, dass das hier jetzt wirklich ohne Tod auf unserer Seite vonstatten gehen wird. Das glaube ich beim besten Willen nicht. Aber wir können ihn nicht weiter gewähren lassen. Das geht nicht. Ich soll einfach weggehen und diese gesamte Gegend dem Typen überlassen, der seine eigene neugeborene Tochter, der sie quasi erstickt hat, mit eigenen Händen. Sei es auch nur mit einem Finger, weil er auf den Schlauch gedrückt hat, aber trotzdem.
so einen kranken Kerl soll ich das alles hier noch wieder zurückgeben. Und all die Leute, die ich befreit habe, all die Menschen, denen ich geholfen habe, verdamme ich damit wieder. Es tut mir leid. Aber der Sheriff hat es bereits gesagt. Ich weiß, was getan werden muss. So wenig es mir auch gefällt, aber ich weiß es. Ne, ich habe jetzt sehr viel um den heißen Brei herumgeredet, ja. Aber im Endeffekt wusste ich es von Anfang an. X. Jede Kränkung. Jede Ungerechtigkeit. Jede Entscheidung zeigt unsere Sünde. John lag falsch. Deine Sünde ist nicht Jezum. Du würdest die Welt eher leiden und brennen sehen, als deinen Stolz zu schlucken. Unter Schlamm tat das sechste Siegel auf und erwacht ein großes Erdbeben. Die Sonne ward schwarz und der Mond ist rot. Was? Was? Belebe deine Freunde wieder. Ach du Scheiße. Ich wollte gerade sagen, jetzt muss ich sie erschießen? Zum Glück nicht. Nur niederballern? Oh Scheiße. Lass mich da, lass mich zu ihm. Nein. Alter, nee, ne? Der steht jetzt nicht wirklich vor mir. Oh, scheiße. Alter. Erstmal Erste-Hilfe-Kit benutzen, bevor ich zu ihm gehe und ihn wiederbelebe. So. Okay. Oh, sorry, scheiße. Kämpfe gegen den Vater. Wow. Das war irre. Aber ich glaube, das ist noch nicht vorbei. Bleib auf der Hut, Rookie. Ich habe dir jede Chance gegeben. Und du hast sie weggeworfen. Oh Mann. Der ist endgültig verloren, oder was? Erkennst du das denn nicht? Oh, scheiße. Oh Mann. Meine ganzen Begleiter, all die Freunde, die ich gemacht habe. Sogar der Vater, Alter, habe ich den lang nicht mehr gesehen. So, Nick Rye, nice. Schön, dich an Bord zu haben. Den müssen wir scheinbar liegen lassen. Sorry, Mann. Aber du hast eindeutig... Alter, du hast eindeutig leider zu viel vom Vater abbekommen. Alles, was du verdient hast, alles, wofür du gekämpft hast, war umsonst! Jesus. Wow. Mein ist das Gesicht der Wahrheit. Macht ihn fertig! Oh, scheiße. Stärker als die Hände weniger. So, jetzt erstmal alle fein säuberlich wiederbeleben. Wow! Alter, shit. Wo kam das denn her? Ja, ich weiß. Meine Fresse. Der mäht allen nieder gerade. Der hat allen eine Gehirnwäsche verpasst. Das ist ja unfassbar. Ach, hallo, du geistiger Überflieger. Mensch, dich gibt's ja auch noch. Oh, scheiße. Alter,
Kann er auch mal sich verpissen? Ich habe das Gefühl, der hält die ganze Zeit über klein, indem er sie immer wieder umballert. Wie soll ich denn alle wiederbelebt haben, wenn der hier ständig auftaucht und sie wieder down macht? Nein, falsch. Alter. Nein. Mann. Alter. Gibt's nicht. Ah, sie habe ich wiederbelebt. Okay. Doch nicht. I don't know. Okay. Wait. Ihn kann ich jetzt wiederholen. Nee, doch nicht. Na toll. Jetzt, wo er wieder auf meiner Seite ist, ist er außerhalb meiner Reichweite. Oh, neutralisiere den Vater. Scheiße, ich war gar nicht dabei. Die haben ihn alle zusammen platt gemacht, ohne mich. Dammit. Vergib ihnen, Vater. Denn sie wissen nicht, was sie tun. Als der Schlamm das siebte Siegel aufbrach, wurde es ganz still im Himmel. Dann sah ich die sieben Engel und sie erhielten sieben Posaunen. Da kam ein Unheil. Donner und Blitze. Die Erde bebte. Joseph Seed, Sie sind verhaftet. Eine gewaltige Stimme rief aus dem Tempel den sieben Engeln zu: Geht eurer Wege und gießt die sieben Schalen mit Gottes Zorn über die Erde aus. Es ist vollbracht, Kind. Oh mein Gott. Amen. Oh mein Gott. Sing Grace. Ach du Scheiße! Erreiche Dutches Bunker, bevor es zu spät ist. What? Ist da gerade eine Atombombe hochgegangen? Excuse me? Wie ist das denn passiert? Scheiße, Jungspund. Verdammte Scheiße. Siehst du das? Wo auch immer du bist, komm in den verdammten Bunker. Sofort! Wir werden sterben. Wir werden sterben. Leute, nicht hilfreich. Ich beeile mich ja. Alter! Oh! Scheiße, noch eine? Oh Gott! Alter! Er hatte recht! Er hatte verfickt nochmal recht! Alter! Ist das hier auf einmal Fallout geworden oder was? Nicht mehr Far Cry! Alter! Scheiße! Alter Leute, ich bin gerade sprachlos. Tut mir leid, dass ich nicht so viel zu sagen habe, aber... What? Ich bin gerade nur geschockt. Und ich bekomme die Goldtrophäe zusammen für immer.
Und die Platin, wir haben immer an dich geglaubt. Alter! Erreiche Dutches Bunker, bevor es zu spät ist. Habe ich's geschafft? Sieht nicht danach aus. Trägt Joseph mich gerade zum Bunker oder was? Du weißt, was das bedeutet. Es bedeutet, die Politiker schweigen jetzt. Es bedeutet, die Unternehmen wurden ausgelöscht. Es bedeutet, die Welt wurde geläutert durch Gottes gerechtes Feuer. Aber vor allem, ich hatte recht. Der Kollaps ist gekommen. Die Welt, wie wir sie kannten, ist nicht mehr. Ich habe so lange gewartet. Ich habe so lange gewartet, dass die Prophezeiung, die Gott mir gegeben hat, endlich wahr wird. Ich habe meine Familie darauf vorbereitet. Und du hast sie mir genommen. Ich sollte dich töten für das, was du getan hast. Aber du bist alles, was mir bleibt. Du bist meine Familie. Und wenn die Welt bereit ist für die Wiedergeburt, treten wir zurück ans Licht. Ich bin dein Vater. Und du bist mein Kind. Und gemeinsam marschieren wir zum Tor von Eden. Alter, Leute, das war's. Das ist das Story-Finale von Far Cry 5? What? Vor allen Dingen, weil ich die Musik ausgestellt habe, sind die Credits jetzt auch komplett stumm. Naja, aufgrund der Tatsache, Leute, dass ich ja jetzt mittlerweile im... Oh, Leute. Ich wollte jetzt schon eigentlich ankündigen, da, normalerweise lasse ich ja immer die Credits durchlaufen, zu Ehren der Entwickler. Ne? Nur, die Sache ist die, bei den Credits wird ja auch gerne mal Musik abgespielt, die auch gerne natürlich kopiergeschützt ist. Und... normalerweise hätte ich da dann halt gesagt, ja, dann überspringe ich die Credits ab jetzt
um solche Copyright-Sachen sozusagen zu vermeiden, wie ich es jetzt halt auch schon durch das Abstellen der Musik hier extra getan habe, weil es wäre sowieso definitiv kopiergeschützte Musik gekommen an dieser Stelle. Ich denke mal, davon können wir mit Sicherheit ausgehen. Aber gut, zugegeben, dadurch, dass jetzt keine Musik da ist, was ehrlich gesagt zu diesem Ende ziemlich gut passt, weil so ein Ende bei Far Cry habe ich nicht kommen sehen. What the fuck, ey. Alter. Deswegen nutze ich jetzt einfach mal die Gelegenheit, lass die Credits im Hintergrund durchlaufen und dann kann ich ja jetzt eigentlich während der Credits mein komplettes Fazit geben. Also einmal zum Ende. Mit anderen Worten, alles, was ich ihm das gesamte Spiel über getan habe, war sinnlos. Sozusagen. Das war all die Menschen da draußen, denen ich geholfen habe, denen ich die Baseballkarten gebracht habe, denen ich Tierfleisch gebracht habe, die Stunts, die ich vollbracht habe, die Leute, denen ich beim Widerstand geholfen habe, für deren Freiheit ich gekämpft habe, all die Begleiter, mit denen ich zusammen am Ende gegen den Vater gekämpft habe, die ich aus seiner Gehirnwäsche befreit habe, alle tot. Ausnahmslos alle tot. Zumindest haben wir jetzt nicht wirklich einen Beweis dagegen gefunden. Sogar Dutch wurde am Ende vom Vater getötet. Joseph hat ihn gekillt. Dass der ohnmächtig ist, das glaube ich nicht. Ne, weil Joseph ja auch gesagt hat, ich bin das Einzige, was ihm noch bleibt. Und deswegen lässt er mich am Leben. Und Leute, irgendwie bereue ich es, an dieser Stelle komplett einen weiblichen Charakter genommen zu haben, weil weiß Gott, was der jetzt mit einem weiblichen Protagonisten noch anstellt, bevor der sich traut, wieder an die Oberfläche zu kriechen, nachdem die Bomben fallen. Ey, der hatte echt recht gehabt. Ey, der hat den Kollaps der Gesellschaft vorausgesehen. Sozusagen. Alter, aber als plötzlich die erste Atombombe fiel und dann noch eine und dann noch eine. Ey, damit habe ich echt überhaupt nicht gerechnet. Zum Schluss hin, wir haben ihn endlich dingfest machen können. Der war endlich in Handschellen, also wieder in Handschellen, besser gesagt. Am Anfang haben wir ihn ja auch erfolgreich in Handschellen abgeführt. Nur seine ganze Sippe hat uns dann ja in die Suppe gespuckt. Ey, das ist unfassbar. Von Far Cry zu Fallout. Was zur Hölle? Also mit anderen Worten, durch Far Cry 5 ist es jetzt Kanon, dass die gesamte Welt durch einen Atomkrieg zerfetzt wurde? Wie soll denn da Teil 6 aussehen? Ich gehe jetzt mal stark davon aus, Teil 6 spielt nicht in dieser Zukunft. Würde mich zumindest stark wundern. Eieieiei. Also ich gehe jetzt einfach mal an dieser Stelle natürlich davon aus, Far Cry 5 und Far Cry 6 gehen jetzt, also es gibt jetzt sozusagen die Welt in der mit dem Far Cry 5 Ende, mit dem Atomkrieg, und es gibt dann die Welt aus den anderen Far Cry Spielen, wo noch alles einigermaßen heile ist. Sozusagen. Wenn man auch davon reden kann, je nachdem, was für Antagonisten man dann da noch hat. Ey, ich komme da immer noch nicht drüber hinweg, ne? Und ganz ehrlich, Joseph, ja, du magst recht gehabt haben, wie geil der das auch ausgekostet hat. So, ich hatte recht, hat er uns noch schön in die Fresse gerieben. Ja, hör mal, schön und gut, du hattest recht, ja. Du hattest nur die beschissenste Art und Weise, die Leute davon zu überzeugen, dass du recht hast. Ja, du hattest deine ganze Sippschaft, deine ganzen Fanatiker-Kumpel. Schön und gut, ne? Deine Fans. Aber meint ihr echt auf die Art und Weise, wie ihr dieses Gebiet unterdrückt habt? Mit Drogen, mit dem Abtrennen von Wolfsschweifen, ich komme da auch immer noch nicht darüber hinweg. Ne, mit dem Foltern von Menschen.
Meintet ihr echt, das war alles der richtige Weg? Auf die Art und Weise, die Leute ihrer Freiheit zu berauben, zwangs zu rekrutieren, mit Drogen Gehirnwäsche zu betreiben? Glaubst du echt, dass auf diese Art und Weise die Leute dir freiwillig folgen? Du weißt schon, dass es da bessere Methoden gegeben hätte. Und wenn er das, ich frage mich auch so ein bisschen, hat er überhaupt Beweise dafür gehabt? Glaube ich kaum, oder? Hatte er irgendwelche Beweise? Für das, was er vorausgesagt hat? Weil irgendwie müssen ihm die anderen Fanatiker ja gefolgt sein, ne? Seine ganze Sekte. Irgendwie muss er die ja überzeugt haben. Wobei, vielleicht hat er sie auch mit Drogen überzeugt, mit dem Bliss. Kann auch sein. Alter! Also auf die Art und Weise hätte er eigentlich wissen müssen, dass das nicht klappen kann. Aber andererseits versuche ich das auch einem Typen zu erklären, für den es logisch ist, seine eigenen Tochter den Sauerstoff abzudrehen oder wegzuquetschen, besser gesagt. Und das auch noch als den richtigen Weg zu bezeichnen. Inwiefern hat dir diese Aktion bitte schön dabei geholfen, das zu erreichen? Da brauche ich mich jetzt wirklich nicht in so einen Logik-Loophole zu begeben, weil, ne, so ein Typ wie der würde das nicht verstehen. Scheißegal, was ich ihm sage. Am Ende kommt er mir mit, ich hatte trotzdem recht. Ich hätte recht und du nicht. Ne. Darauf lässt sich das so ein kleines bisschen reduzieren bei dem. Momentan. Ne? Über uns geht die Welt unter. Aber er reibt es uns noch unter die Nase, dass er recht gehabt hat. Hm? Super. Ja, das ist auch das Wichtigste, was gerade klarzustellen ist. Klar. Oh. Ist das schlimm. Ist das schlimm. Mit anderen Worten, mein Charakter sitzt jetzt gerade allein mit dem Antagonisten in einem Bunker, ist wahrscheinlich, also das sind die beiden einzigen Charaktere, von denen man weiß, dass sie kanontechnisch am Leben sind. Alle anderen da draußen sind quasi tot. Entweder tot oder aufs Tödlichste verstrahlt. Also, ne? Da draußen ist doch alles nur noch Schutt und Asche. Da steht kein Stein mehr auf dem anderen. Ne? Ich bezweifle kaum, dass all die Comics jetzt noch irgendwie im Mint-Zustand haben. Dass die noch irgendwie wie neu sind. Da hilft auch keine Plastikfolie mehr. Möchte ich sagen. Oh, scheiße, ey. Oh. Naja, Alter, das habe ich nicht kommen sehen. Ein absoluter Vernichtungskrieg am Ende. Und ich hocke mit dem Antagonisten in einem Bunker. Wir konnten sein gesamtes Gefolge komplett auslöschen und niedermachen. Nur ihn nicht. Nur ihn selbst nicht. Weil die Atombomben auch das beschissenste Timing gehabt haben, um runterzufallen. Was soll das? Ausgerechnet in der Sekunde, in dem wir ihm die Handschellen angelegt haben, als ob der noch irgendwie eine Wanze unter seiner Haut geklemmt hatte. Und in dem Moment, in dem wir ihm die Handschellen angelegt haben, hat er nur ganz kurz in seine rechte Brustwarze so geflüstert, go. Und dann, bam, alles ging vor die Hunde. Oh, ey. Was zur Hölle, Alter. Das gibt's ja nicht. Das ist das wirklich mit so einem Ende hätte ich im Leben nicht gerechnet in einem Far Cry Spiel. Ich habe Far Cry 3 und 4 Primal habe ich durchgespielt, auch noch mit den dazugehörigen DLCs. Aber das war alles noch bodenständig im Vergleich zu dem hier. Oh. Das ist echt. Das kann nicht das gute Ende sein, oder? Ich frage mich wirklich, was passiert. Was wäre passiert, wenn wir einfach nur weggegangen wären? Hätte er dann tatsächlich die Atombomben verhindern können? Was ich vollkommen bezweifelt hätte. Das glaube ich dem nicht.
Ich wette dann, ich wette mit euch, da wäre wahrscheinlich noch genau das Gleiche passiert. Wir wären so, wahrscheinlich wären wir sogar mit dem Hubschrauber weggeflogen und wären dann, hätten dann die Atombombe vielleicht von etwas weiter weg fallen sehen, die erste, und wären dann von der Schockwelle mitgerissen worden. Hubschrauber stürzt genauso ab wie am Anfang des Spiels, nur diesmal sterben alle. Das ist so meine Theorie für das andere Ende. Also mit anderen Worten, wir entscheiden zwischen Not und Elend. Wahrscheinlich. Also, ihr braucht mir das andere Ende nicht zu verraten, by the way. Wir werden es im Laufe der, wir werden es sowieso noch erfahren. Sagen wir es mal so. Weil, wir haben ja noch die ganzen DLCs vor uns. Und das letzte DLC, das ich spielen werde, ist das New Game Plus. Wo ich dann halt das Spiel auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad durchspielen werde. Um halt die einzige Trophäe, die in diesem DLC drin ist, zu bekommen. Und da eins sage ich euch, da werde ich natürlich die Gelegenheit ergreifen und das andere Ende nehmen. Definitiv. Ich werde auch versuchen, das andere Ende zu nehmen, das ich angeblich schon am Anfang von dem Spiel hätte freischalten können. Das werde ich natürlich dann auch noch einmal versuchen zu erspielen. Da bin ich auch gespannt, was passiert. Was zur Hölle, ey. All die Arbeit, die ich investiert habe, ne? In die Befreiung all der Gebiete und in dem Kampf für all die Leute, um sie aus den Händen der Sekte zu befreien. Alles weg. Ist alles nur noch Staub im Winde verweht. Ist nichts mehr übrig. Krass, ey. Einfach nur krass. Ne, so, das, sogar das Yes, die Yes-Buchstaben, die ich zerstört habe und die Joseph Seed-Statue, die ich zerstört habe, die werden von alleine an dieser Stelle kaputt gegangen. Da frage ich mich jetzt auch ganz ehrlich, ich kann schon gar nicht mehr reden, hat sich Joseph Seed darauf vorbereitet, das Explodieren der Atombomben zu verhindern? Oder wollte er sich darauf vorbereiten, eine neue Gesellschaft aufzubauen, nachdem sie explodiert sind, weil er das Vermeiden der Explosion für unmöglich hielt? Welche Richtung wollte er jetzt einschlagen? Frage ich mich. Ich habe das Gefühl, der wollte so ein bisschen auf beiden Schienen fahren und mal gucken, was die Zukunft bringt. Wenn er es nicht geschafft hätte, es zu verhindern, hätte er kurz gesagt, Scheiße, und dann ne, ab in Bunker. Und dann erstmal schön Tütensuppen futtern. Trocken. Ohne Wasser. Nam, 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 nam. Knusper, knusper, Knäuschen. Wer knabbert an meinem Bunkerchen, Häuschen. Ach, meine Fresse, das ist echt unfassbar. Oh. Okay, ich glaube, ich habe jetzt genug mich darüber ausgelassen. Über das Ende an sich. So, kommen wir generell zu dem Spiel. Geil. Ganz ehrlich, geil. Hat man ja allein schon daran gemerkt, dass ich richtig Bock hatte, sämtliche Missionen zu erledigen und sämtliche Regionen auf 100% zu bringen, obwohl das gar nicht nötig war, ne? Ich hätte pro Region nur einen Klatsch-Nixon-Stunt machen müssen, pro Region nur ein einziges Stück Sekteneigentum zerstören müssen, nur gewisse, bestimmte Nebenmissionen erfüllen müssen für bestimmte Trophäen. Ansonsten, ne, von den Collectibles auch nur eins pro Stück. Mehr wäre nicht nötig gewesen, aber es hat mir trotzdem Spaß gemacht, alles zu machen. Wo ich mich jetzt im Nachhinein frage, toll, alles war alles für die Katze, ist jetzt alles verstrahlt. Aber trotzdem, natürlich hat es mir Spaß gemacht, ne? Nichtsdestotrotz, es war schön am Ende eine komplett befreite Region zu sehen, wenn auch nicht für lange. Ja. Und, also generell, ne, Joseph Seed als Antagonist, krass. Allein, der war schon vorher krass. Mit seinen Familienmitgliedern hat man quasi nochmal drei Bonus-Antagonisten bekommen, ne? Vier Antagonisten zum Preis von einem Spiel, ne? Ist doch auch mal ganz schön. Wobei es natürlich auch in den anderen Far Cry-Spielen sozusagen die kleineren, untergeordneten Soldaten von den Hauptantagonisten gab. So, das auf jeden Fall. Aber ich glaube, hier in Far Cry
5, da hatte man mit jedem einzelnen von ihnen mehr Zeit verbracht. Hatte ich so das Gefühl. Also mit den Unteroffizieren meine ich jetzt. Ne, Gameplay-technisch, es ist klassisch Far Cry, was soll man dazu großartig sagen? Ne? Gab ein paar Kleinigkeiten, die ich natürlich auch gefeiert habe, wie den Witwenmacher. Mega geiles Gefährt. Ich glaube, man hat es mir definitiv angemerkt, dass ich die Faith-Region am geilsten fand, weil man da wirklich gar keine Ahnung hatte, was man erwarten konnte. Es sind Gegner aus dem Nichts aufgetaucht, kleine Gegner wurden zu großen Gegnern, große wurden zu kleinen Gegnern. Ne? Dadurch, dass scheinbar das komplette Gebiet Bliss getränkt war, wusste man nie, was echt war und was nicht. Und das fand ich geil als Spieldynamik. Ne? Fand ich mega geil als Idee. Deswegen, Faith-Gebiet, da hatte ich schon die größten Erwartungen dran und am Ende fand ich das Gebiet auch tatsächlich am geilsten. Ne? Und am spannendsten. Definitiv. Ne? Auch mit den beiden Leuten, die Faith dann mit Bliss hypnotisiert hat und die ich dann versucht habe zu retten, wo es mir nur bei einer gelungen ist, leider. Jacobs-Gebiet fand ich... Jacob war der hassenswerteste, finde ich, von allen. Jacob war der hassenswerteste, meiner Meinung nach. Ne? Mit dem, was er den ganzen Menschen da angetan hat und die ganzen Tiere und wie er das Ganze mit so als Kriegsveteran noch so alles abgetan hat und der hat das alles gerechtfertigt mit ich töte nur die Schwachen und die Schwachen werden gekeult, hat man ja auch an den ganzen Leichen gesehen, die er da bloßgestellt hat. Ne? Da, so hat er die Schwachen gegängelt. Alter... Also der Kerl war der größte Drecksack, sozusagen. Ne? Auch das mit den Judge-Wölfen, das verzeih ich ihm auch nie. Ne? Wenn wir Jacob weiter hätten gewähren lassen, der hätte die ganze Scheiße sogar noch auf andere Tiere ausgeweitet. Nein, danke. War schon schlimm genug, dass er das mit den Wölfen getan hat. Das alleine war schon viel zu krass. Okay, das, wir sind schon bei Special Thanks, ist schon gleich vorbei. Ja, ansonsten, ja, generell das Spiel... Gameplay-technisch mega geil, mega motivierend, ne? Einfach nur krass. Oh ja, und Johns Gebiet, das ist jetzt, da rede ich auch nochmal kurz drüber, ist ein gutes Einsteigergebiet. Ich fand, das war ziemlich gut, um anzufangen, sozusagen, um so ein bisschen reinzukommen, um sich sozusagen mit dem Spiel vertraut zu machen. Ich finde, das war ein gutes Startgebiet. Ich werde im New Game Plus ein anderes Startgebiet nehmen. So viel steht fest. Da werde ich die Dinger, da werde ich die ganzen Gebiete mal in einer anderen Reihenfolge angehen. Ja, aber war krass. Ne? Grafik sowieso top, mega. Braucht man nicht zu diskutieren. Ne? Ist mega gut. Ist wieder ein schöner, großer Spielplatz gewesen, wo man sich austoben konnte, wo man so viele verschiedene Missionen machen konnte. Ne? Auf so viele, das Gameplay so richtig aufgefrischt haben. Die Prepper-Verstecke fand ich eine geile Idee, um sich Bonus- Skillpunkte und Kohle zu verdienen. Ne, waren immer so kleinere Rätseleinlagen sozusagen, wo man dann so ein bisschen gameplay-technisch sozusagen ein bisschen was anderes vielleicht machen musste. Ab und zu. Und dann hat man am Ende auch eine schöne Belohnung für gekriegt. Also die waren super. Die Prepper-Verstecke, mega. Ja. Und die ganzen Bliss-Tier-Bosse, die fand ich auch ganz nett. Wobei wir in Jacobs Gebiet, glaube ich, kein mit Bliss gepimptes Tier erledigen mussten, oder? Das mussten wir irgendwie nur in Faiths und Johns Region. Bei Jacob hatte ich doch keine Mission, wo ich irgendein Judge-Tier töten musste. Und ja, klar, daran hat man gemerkt, die haben scheinbar einzelnen Tieren auch so eine ordentliche Portion Bliss verpasst und die zu Judges gemacht, aber die konnten sie ja nicht kontrollieren im Gegensatz zu den Judge-Wölfen. Die sind einfach rausgelaufen, haben alles getötet, was denen zu nahe kam, ne? Waren also eher Fehlschläge. Die, naja. Ach Gottchen, ach Gottchen. Ja, das war das. Story sowieso mega geil, ne? Allein die Idee, jetzt endlich mal eine religiöse Fanatikergruppe als Antagonisten zu nehmen, mega, ne? Mit ihrem Sektenanführer, fand ich super, ne? Als Idee, sehr schön, hat das Ganze schön aufgefrischt. Dementsprechend, ja, hatte ich da auch meinen Spaß mit, ne? Puh.
Und die Antagonisten waren allesamt schön hassenswert dargestellt und ja, haben natürlich nur das Leid gesehen, das außerhalb ihrer Taten passierte. Also sie selbst haben nie Leid verursacht. Nein! Sie selbst verursachen kein Leid. Das machen die anderen. Und sie reagieren nur darauf. Und das Leid, das durch ihre Reaktion entsteht, das ist ja kein richtiges Leid, das die da verursachen. Das ist Genugtuung. Oder Leute auf den richtigen Weg führen. Sowas. Ne? Natürlich. Oh. Also wirklich komplett durch. Diese Logik. Ah, einfach nur krass. Also wirklich wieder gut gemacht mit den Antagonisten. Mega gut gemacht. Respekt. Ne? Ich konnte mir vorher unter Joseph Seed wirklich gar nichts vorstellen. Jetzt, alter Vater. Vor allen Dingen nach dem Ende ist der nochmal anders krass geworden. Als Antagonist. Scheiß die Wand an. Hätte ich nicht erwartet. Es könnte sogar sein, dass ich ihn als Antagonisten sogar krasser finde als Pagan Min. Jetzt momentan muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich ihn und Pagan Min mal so gegenüberstelle aus Far Cry 4, da finde ich tatsächlich jetzt gerade Joseph Seed krasser als Antagonisten. In vielerlei Hinsicht. Ne? Aber natürlich nicht besser als Vaas. Vaas toppt, glaube ich, keiner. Kann auch gar nicht. Ne? Dafür ist Vaas viel zu charismatisch gewesen. Von daher... naja, aber trotzdem, krass, ne, wirklich krass. Joseph Seed ist wahrscheinlich auf Platz 2 safe von meinen Far Cry-Antagonisten. Auf Platz 1 ist Vaas natürlich. Ja, und der Rest verteilt sich auf den anderen Plätzen. Naja, aber heftig, ne, mega geiles Spiel. Man hat mir angemerkt, ich hatte Spaß an dem Spiel gehabt, ne. Ja, ich hatte an einigen Stellen auch Frust, gerade so bei den Klatsch-Nixon-Stunts zum Beispiel oder bei den schwierigeren Angel-Quests. Ja, will ich nicht abstreiten, aber ich wollte es trotzdem durchziehen. Ne? Trotz all meiner Aufregung, ich wollte es durchziehen und es im Endeffekt hatte ich auch meinen Spaß dabei. Ne? Auch an den schwierigeren Quests, wo ich mich ein bisschen dran abgefuckt habe. Trotzdem, ne, auch unterm Strich fand ich es gut, dass ich die am Ende alle gemacht habe. Ne, die Erfahrungen gemacht habe und ja, quasi jede Herausforderung in dem Spiel geschafft habe. Hat mir gefallen. Trophäenmäßig, ja, klassisch. Ne, klassisch gehalten. Viele von den Trophäen, dass man die Hälfte der, der verfügbaren Vorteile bekommt, also der verfügbaren Skills. Da muss man nur die Hälfte freischalten. Man muss einen Gegner aus 150 Metern Entfernung mit einem Kopfschuss töten. Ich glaube, in den letzten Far Cry-Spielen sollte man das mit einem Bogen machen und hier konnte man sogar ein Gewehr benutzen. Keine Ahnung, vielleicht ging das in den letzten Far Cry-Spielen auch mit einem Gewehr und ich habe es falsch in Erinnerung. Aber naja, so oder so. Das war auch so eine klassische Trophäe, mit der ich in diesem Far Cry-Teil schon gerechnet habe. Ansonsten, ich musste diesmal nicht alle Außenposten befreien. Das war, glaube ich, sonst normalerweise eine Trophäe wert. Collectibles musste man, glaube ich, auch nicht alle sammeln, oder? Wenn überhaupt. Ich glaube, in manchen Far Cry-Spielen musste man sogar gar keine Collectibles sammeln für irgendeine Trophäe. Kann mich auch täuschen, ne? Aber ja, war auf jeden Fall Trophäen bezogen quasi einer der einfacheren Teile, möchte ich behaupten. Ne? Auch die Herausforderungen von wegen ein bestimmtes Tier nur mit den Fäusten oder nur mit Nahkampfwaffen töten, wird ja durch die ganzen Sachen, die man sich spritzen kann, deutlich vereinfacht. Ne? Und zugegeben, die ganzen Sachen, die man sich spritzen kann, die Homöopathika, die habe ich eigentlich kaum benutzt. Wirklich nur dann, wenn es für eine Quest nötig war oder wenn es für eine Trophäe nötig war. Oder besser war, wenn ich das nehme. Von daher, ja. Also, trophäenmäßig. Man muss ja auch bedenken, das ist auch Far Cry Tradition sozusagen, dass es keine schwierigkeitsrelevante Trophäe gibt. Nicht im Hauptspiel, ne? Ich weiß, im New Game Plus gibt es eine schwierigkeitsrelevante Trophäe, aber ich rede hier nur vom Hauptspiel. Von daher. Ja, könnte man das ganze Spiel auch theoretisch auf einfach durchspielen, ne? Und alle Trophäen machen, das ist überhaupt kein Problem.
auch alle andere Trophäen sind an sich jetzt nicht so schlimm. Das Einzige wirklich, was schwierig sein könnte, wenn man alle Missionen erledigt hat und dann erst begibt man sich auf die Jagd nach einzelnen Tieren, dann noch Adler zu finden. Schwierig, glaube ich. Sehr schwierig. Aber, die PlayStation zeigt mir schon an, dass ich bei 55 Minuten bin. Wie lange sind denn die Credits? Wir sind jetzt hier gerade bei der chinesischen Version sozusagen. Aber, ach Gottchen. Egal. Die Tatsache, dass ich jetzt scheinbar die ganze Zeit da oben die Zeit eingeblendet habe, das hilft mir ein kleines bisschen. Ich werde daraus jetzt hier einen XXL-Part machen, das ist jetzt egal. Alter, die arabische Version auch noch. Komm, nach unten scrollen jetzt für den Rest der Zeit. Hätte ich jetzt schon die ganze Zeit über machen können. Mache ich mal so ein kleines bisschen. Nur so. Aber es wird trotzdem automatisch schneller. Na toll. Na. Okay, nichts an all die Leute, die hier noch in den Credits vorkommen, aber das wird wahrscheinlich jetzt noch den kompletten Rahmen meines Videos sprengen. Ich kann ja bei maximal 60 Minuten nur sein. Und ich möchte jetzt ungern den Part splitten. Ich habe jetzt schon mein ganzes Feedback abgegeben, quasi. Was noch fehlt? Ach ja, Schwierigkeits... wie würde ich Far Cry 5 schwierigkeitsmäßig von der Platin her bewerten? Man muss ja auch bedenken, dass man noch ein paar Leute für den Online-Modus holen muss. Denn ne, die ganzen Online-Trophäen, die habe ich ja bereits, bevor ich das Projekt angefangen habe, abgeschlossen. Dementsprechend, die muss ich aber trotzdem mit einrechnen natürlich. Man braucht so 2-3 Leute für die Trophäen. Und dann kann man die ganz einfach boosten, ist kein Problem. Ne? Also schwierig ist daran theoretisch nichts, wenn man genug Leute findet, die auch die Trophäen brauchen oder einem helfen wollen. Dementsprechend, ja, hätte ich jetzt mal so geschätzt. Schwierigkeitsmäßig eine 3 bis 4 von 10. Wobei ich eher zu einer 3 tendieren würde. Ne? 3 bis 4 von 10 klingt, denke ich mal, schon ganz realistisch. Ja? Wirklich, also, ich denke, das passt schon so. 3 bis 4 von 10, ja. Mit einer Tendenz mehr zur 3 hin, finde ich. Weil, wie gesagt, man kann alles auf leicht durchspielen. Man muss nicht alles machen, so wie ich es gemacht habe. Ne? Ich habe das nur getan, weil ich Bock drauf hatte. Ja, dementsprechend, da braucht man nur einen Stunt pro Gebiet machen. Man muss sich nicht an allen versuchen und teilweise fast dran zerbrechen, so wie ich. ja, also 3 bis 4 von 10 klingt schon ganz vernünftig, denke ich. Ist auf jeden Fall eines der einfacheren Spiele gewesen. Ne? Ein einfacheres Spiel zum Platinieren, definitiv. Okay, jetzt sind wir, glaube ich, mit den Credits auch durch. Perfekt. Kommt noch was nach den Credits oder ist jetzt der Hauptbildschirm? Oder werde ich jetzt noch einmal zurückversetzt? Modus Neuspiel Plus freigeschaltet. In diesem Modus kannst du die Kampagne im neuen Schwierigkeitsgrad berüchtigt und mit neuen Vorteils-Upgrades erneut spielen. Wenn du Neuspiel Plus wählst, wählst du dabei deine bisherigen Vorteile, Vorteilspunkte und vieles mehr. Alles klar. Alter, guckt euch das jetzt an. Der Abschlussbildschirm sagt alles. Scheiße. Alter, ist das mies. Das ist so mies. Wenn ich jetzt auf Fortsetzen drücke, dann werden wir wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt zurückversetzt, bevor wir Joseph Seed herausgefordert haben. Bin ich mir sicher. Okay, Leute, die Zeit ist jetzt gleich rum. Deswegen muss ich mich jetzt sehr schnell beeilen. Mein Fazit habe ich gegeben. Die DLCs haben wir noch vor uns. Morgen geht es sofort mit dem ersten DLC weiter. Das Spiel hat einige DLCs und ich weiß nicht, wie lange ich für jedes DLC brauchen werde. Wir werden es sehen. Jedenfalls ist für das Hauptspiel jetzt erstmal Schluss. Wir haben die Platin erreicht. Mega krasses Ende, wie gesagt. Und ja, wir werden sehen, was die DLCs dieses Spiels noch für uns im Petto haben. Ich bin sehr gespannt. Also dann, Leute, an dieser Stelle vielen lieben Dank fürs Zusehen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben und einen Kommentar da, falls es euch gefallen haben sollte. Habt ihr das schon bei einigen meiner Videos getan? Ist es euch ja vielleicht schon ein Abo wert? Nichtsdestotrotz, danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Platin oder 100% Let's Play. Bis dahin, Leute, ciao, ciao und frohe Trophäenjagd!